Zum Tresor müssen wir nicht mehr. Geh mal zum Vorderraum, bitte. Super. Und jetzt hier in die Dunkelkammer. Hurra! Fotopapier! Okay, gut. Fotopapier? Wo bist du? Fotopapier. Fotopapier, Fotopapier, Fotopapier. Hä? Wo ist denn das Fotopapier? Achso, das ist ja noch im Paket. Ein Paket in DIN A4 Größe. Ziemlich schwer. Entweder ist es wirklich Fotopapier oder es sind Fullers Schmuddelzeitschriften für diese Woche. Ah, sehr gut. 50 Blatt hochwertiges Fotopapier. Perfekt. So. Das haben wir jetzt. Und das kannst du jetzt unter den Belichtungsapparat packen. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild wird also scharf aufs Blatt projiziert. Dann starten wir mal einen Versuch. Je länger ich die Lampe anlasse, desto mehr Kontrast bekommt das Bild. Probieren wir es mal. Tada! Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Ach so. Ich habe einfach mal so spontan gemacht. Das Blatt ist belichtet. Keine Ahnung, ob die Belichtungszeit gut war oder nicht. Ich werde es erst sehen, wenn ich das Bild entwickle. Ach so, nee, dann mach das nochmal. Ich denke, ich sollte erst einmal schauen, wie das andere Foto geworden ist. Okay. Oder ich schmeiße es gleich in den Müll. Mit mehreren belichteten, aber nicht entwickelten Bildern gleichzeitig will ich zumindest nicht herumhantieren. Und wie lange müssen wir jetzt warten? Und 2 Sekunden war ein bisschen langsam. Das Blatt ist belichtet. Wenig, ne? Keine Ahnung, ob die Belichtungszeit gut war oder nicht. Ich werde es erst sehen, wenn ich das Bild entwickle. Wie geht denn das? Was mache ich denn in der Entwicklerschale? Es bringt überhaupt nichts, ein belichtetes Blatt Fotopapier in eine leere Schale zu legen. Nee. Ach so. Was dann? Das belichtete Bild muss erst entwickelt werden. Okay. Ins Wasserbad kommt es danach. Was mache ich denn dann? Was soll ich denn machen? Was mache ich? Es bringt überhaupt nichts, ein belichtetes Blatt Fotopapier in eine leere Schale zu legen. Eine flache Schale, etwa DIN A3 Größe. Wenn man Abzüge von Fotos macht, ist in ihr verdünnter Entwickler. Ja, und... Ach so, müssen wir selber noch reintun, deswegen. Ich dachte, das wäre da schon drin. Das reicht. Der Entwickler muss ja auch noch verdünnt werden. Dann verdünn mal. In Ordnung. Genau wie es sein muss. Eine Schale mit etwa 1 Zentimeter verdünntem Entwickler. Na dann, jetzt rein damit aber. Ah, da kommt was. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. Okay. Ist das jetzt zu dunkel gewesen? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das Foto muss so schnell wie möglich in destilliertes Wasser. Die Schale hier ist leer. Oh ja, ist ja gut. Ich bin ja schon dabei. Hier irgendwas reinzukippen hier. Ganze Flüssigkeiten durcheinander. Das wäre das Wasserbad. Ja, dann jetzt rein mit dem viel zu dunklen Bild. Ha, das Bild hat zu wenig Kontrast. Aber die Helligkeit stimmt schon mal. Ich muss das Papier nächstes Mal nur länger belichten. Okay, dann war klar. Dann wieder das Papier hin. Also es war nicht zu dunkel. Ja, wie lange habe ich gewartet? So das Blatt liegt in der Halterung. 4 Sekunden oder der Abstand so? Der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild wird also scharf ja, aufs Blatt projiziert. Mach jetzt. Mach. Okay, dann versuchen wir es noch einmal. So, auch wieder 4 Sekunden. Ich muss die Sekunden. Belichtungszeit genau abpassen. Ja, mach. 1, 2, 3,
4, 5. Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Wir versuchen es mal, so 5 Sekunden. Nimm das, pack's rein. Wenigstens müssen wir es nicht alles nochmal reinkippen. Weil so viel hatten wir doch gar nicht irgendwie. Ah, da kommt was. Ja, da kommt was, okay. 1, 2, 3, 4. Wir haben noch ein bisschen länger gewartet. Wir haben noch länger gewartet. Wir haben noch länger gewartet. So, und das jetzt da rein. Mal gucken, ob es jetzt geklappt hat. Hoffentlich war es genug belichtet. Aha, der Kontrast ist gut und die Helligkeit stimmt. Nur das Foto an sich ist Mist. Aber dafür kann ich nichts. Vielleicht sind einige der anderen Bilder besser. Aber es hat gereicht? Wie cool. Zumindest scheinen die Zeiten für die Belichtung und die Entwicklung zu stimmen. Ich probiere es noch einmal. Warum? Ja, aber warum denn? Das Bild ist gut entwickelt, aber es ist auch etwas unscharf und der Bildausschnitt ist Mist. Man kann beim Entwickeln nicht mehr allzu viel herausholen, wenn der Fotograf ein Stümper war. Ja, was mache ich jetzt? Gut, dann mache ich das Ganze halt noch ein bisschen länger. Das Blatt liegt in der Halterung. Ja, komm. Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Ich muss die Belichtungszeit genau abpassen. Machen wir so. Zu kurz und ich Sekunden. Habe nicht genug Kontrast im Bild. Zu lang und ich bekomme zu viel Kontrast. Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Jetzt haben wir so eine Sekunde länger. Und nochmal das Ganze. Ja, wir sind heute fleißig am Fotos entwickeln hier. Wissen wir auch, wie das geht. Ah, da kommt was. Ich muss das Blatt herausnehmen. Ja, komm. Warum wird das so dunkel? Also so ganz komisch dunkel. Das Foto ist belichtet und entwickelt. Jetzt muss ich nur noch die Entwicklerflüssigkeit in destilliertem Wasser abwaschen. Ja, dann mach das mal. Das ist aber schon dunkel geworden. Ist so komisch geworden. Man sah sie halt gar nicht so gut wie das letzte Mal. Das Bild hat zu viel Kontrast. Aber die Helligkeit stimmt schon mal. Ich muss das Papier nächstes Mal nur nicht so lange belichten. Habe ich mir gedacht. Wie nervig. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild... Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Also so 5 Sekunden. Ich muss die Belichtungszeit genau abpassen. Ja. Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Mann, ich will das jetzt hier endlich haben, die Fotos. Dauert ja ewig hier mit dem ganzen Kram. Ah, da kommt ja, was. Ja, aber das letzte ich Mal Ich muss war das Blatt besser. Herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit ja. hat. Zu früh und es ja. bleibt zu hell. Das sieht jetzt wieder besser aus. Hoffentlich ist das nicht zu dunkel. Pack's rein. Ja, und? Jetzt habe ich's tatsächlich raus. Helligkeit und Kontrast stimmen. Hätte voller Ahnung von Fotografie, wäre vielleicht sogar das Bild gut. Vielleicht das nächste. Das kann jetzt noch etwas dauern. Dann mach das jetzt bitte selber. Das wäre toll. 36 Bilder und keines davon ist wirklich gut? Wie kann man nur eine so wunderschöne Frau wie Angelina so schlecht in Szene setzen? Aber es hilft nichts. Die Bilder sind geknipst und ich muss sie ihr ins Hotel bringen. Wenigstens kann ich sie wiedersehen. Und es ist auch nicht meine Schuld, dass die Bilder schlecht sind. Oh oh. Nanu?
Es ist Mrs. Biber. Ach, jetzt macht er die Tür doch auf. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Biber? Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, du hast gekündigt. Ja, habe ich auch. Ich hol bloß noch meinen Kram ab. Ach so. Ist Fuller da? Nein. Zurzeit nicht. Dann kannst du ihm das hier geben? Ein Liebesbrief? Gib es ihm persönlich. Sobald er wieder da ist, ich mach's weiter. Ach Gottchen. Ja, okay. Hä? Ach, und dazu sagt er jetzt nichts, oder doch? Sie tut mir leid. Hier läuft irgendeine Schweinerei ab. Ob mir das hilft, Fuller eins auszuwischen? Aber ich darf Mrs. Biber nicht in Gefahr bringen. Sie macht den Eindruck, als könne sie nicht mehr viel ertragen. Wenn ich den Briefumschlag heimlich öffnen könnte, dann könnte ich mir seinen Inhalt ansehen und den Umschlag später in den Briefkasten werfen. Damit wäre Mrs. Biber aus dem Schneider. Aber wie kann ich den Umschlag öffnen und wieder verschließen, ohne dass Fuller etwas merkt? So, ich dachte gerade, wir sind schon durch mit dem Part, sind wir aber noch nicht. Also geht es noch kurz weiter. Den Brief, ja, wie... Der Brief ist etwa 5 mm dick und recht steif. Die Lasche ist zugeklebt. Irgendwie muss ich ihn unauffällig öffnen. Meine Idee ist so... Vielleicht irgendwas mit Leuchttischen oder... hier ist doch ein Leuchttisch. Oder halt im Fotostudio, dass man da irgendwas macht. Macht er das vielleicht? Also, dass man das irgendwie... durchgucken kann. Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Aber du hast doch den Brief. Kannst du das nicht benutzen oder so? Seitenschneider? Aufschneiden dürfen wir es ja nicht. Ja, wie können wir diesen Brief benutzen? Ich weiß es nicht. Brief an Faller? Und was war das hier? Ach, das war der andere Brief. Okay. Tja, ich weiß auch nicht. Mit dem Kuli irgendwie? Der Brief ist etwa 5 mm dick und recht steif. Die Lasche ist zugeklebt. Irgendwie muss ich ihn unauffällig öffnen. Wenn man hier irgendwas mischt oder so? Also, blöd, aber irgendwas... Geht sowas? Gibt es so Flüssigkeiten, mit denen man... Keine Ahnung. Irgendwas Unsichtbares machen kann? Wo man es hinterher nicht sieht oder so? Also, das macht er alles nicht. Ja, ein Foto erstmal vom Brief machst? Auch nicht. Können wir denn zu ihr gehen? Können wir denn zu ihr jetzt gehen? Gibt es einen Ort? Wohnt hier Angelina? Aha. Einige Gäste scheint das Hotel zu haben. Aber normalerweise müsste bei solchem Wetter mehr los sein. Vielleicht haben die anderen den Wetterbericht gelesen. Ein Sturm zieht auf. Und wer will schon bei Regen in einem Hotel am Atlantik festsitzen? Beide Wagen kommen aus Maine. Vielleicht sind es also noch nicht einmal Gäste. Oder es sind Leihwagen. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich den Brief gerade öffnen kann. Warum nimmst du die Kamera? Flaggenmast? Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. Es ist sehr schön gemacht, finde ich. So das Haus und so. Aber er quatscht wie immer sehr viel. Zu allem und jedem gibt es irgendwas zu erzählen.
Es sind nicht unbedingt die Strände von Florida oder Kalifornien. Das Wasser ist hier zu kalt, um lange zu baden. Ach, ich dachte, da zählst du jetzt noch mehr. Ohne guten Grund möchte ich da nicht runterklettern. Och, wir haben bestimmt irgendwann noch mal einen guten Grund dafür. Ganz bestimmt. Viele sagen, die alten Küstenstädte in Neuengland würden wie skandinavische Orte aussehen. Ich glaube aber kaum, dass sie dort so große Häuser bauen. Ja, okay. Ich wollte jetzt noch nicht zum Eingang gehen, aber machen wir dann gleich. Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus kann man bestimmt hervorragend die Wale beobachten. Das erinnert mich an meinen Lieblingsfilm Whales of August. Der geniale Vincent Price in einer wirklich ungewöhnlichen Rolle. Mhm. Okay. Fenster. Der Raum dahinter scheint ein Büro zu sein. Schreibtisch, Akten. Okay, da kann man irgendwas machen, wie ich sehe, aber das alles tun wir dann im nächsten Part. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Ciao.